Hallo, herzlich willkommen beim Café Stillpoint. Heute die Folge 15. Heute geht es um das Immunsystem und wir werden heute mit dem Michael Bibaschek über das Immunsystem reden. Er wird einiges erzählen über das Immunsystem. Ein bisschen was zur Person von Michi. Der Michi ist freiberuflich tätig als Osteopath seit 2010, hat an der WSO sein Osteopathiestudium absolviert. Hat dann an der OSD einen Kinderosteopathie-Seminar gemacht oder ein Kinderosteopathie-Studium besser gesagt und ist lehrtätig oder macht Lehre eben für die WSO beziehungsweise im In- und auch im Ausland, auch in Polen mittlerweile und ist somit auch schon international renommierter und anerkannter Osteopath und Dozent. Weiters ist er Herausgeber der DO, die Deutsche Zeitschrift für Osteopathie und im letzten Jahr hat es in der WSO eine Reihe gegeben, die PNEI-Reihe, die Psychoneuroendokrino-Immunologie-Reihe und im Rahmen dieser Reihe hat er über das Immunsystem doziert. Von dem her herzlich willkommen, Michi. Hallo, hallo Diana. Du hast vergessen, dich selbst vorzustellen. Das stimmt. Magst du das machen? Hallo Diana, das ist die Diana Stöckel, auch wertvolles Mitglied oder Mitunterrichtender bei der PNEI-Reihe und inzwischen, glaube ich, allen sehr bekannt, auch als Ögo-Obfrau und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Osteopathie. Danke sehr. Michi, worüber willst du denn heute reden? Naja, der Erich hat ja schon einiges über das Immunsystem, also jetzt im aktuellen Anlass natürlich über das Coronavirus erzählt und wie so Viren funktionieren und hat auch da schon einiges über das Immunsystem erzählt und wie wir das auch vielleicht behandeln können. Und da habe ich mir gedacht, da kann man recht gut anknüpfen, vor allem, weil ich mich ja die letzten Monate sehr intensiv mit dem Immunsystem auseinandergesetzt habe. Und ja, dachte ich, bringe da einiges dazu und vielleicht so, was wir als Osteopathen eigentlich machen können, um am Immunsystem zu arbeiten. Magst du erzählen, wie du zum Immunsystem gekommen bist oder wie sich das Interesse aufgebaut hat? Also das Interesse hat sich so aufgebaut, dass ich ja in der Praxis auch relativ viele Kinder habe und die Kinder, also die Eltern, ihre Kinder dann immer öfter gebracht haben mit den rezidivierenden Infekten, den Atemwegsinfekten und so dann einfach die Idee entstanden ist, wie kann man hier ein Kind oder die Kinder gut unterstützen und inzwischen habe ich dann auch immer wieder andere, also Patienten mit Allergien und Autoimmunerkrankungen und so weiter, wo ich auch versuche, auf osteopathischem Weg diese Patientengruppe zu unterstützen. Und dann habt ihr mich gefragt, also du und der Erich, ob ich das in die PNEI-Reihe übernehmen will. Und damit begann noch eine wesentlich intensivere Auseinandersetzung mit dem Immunsystem. Okay, magst du ein bisschen was über das Immunsystem erzählen? Einmal in groben Zügen einen Überblick geben vielleicht? In groben Zügen? Also ich denke, jeder von uns kennt ja die klassische Einteilung in ein unspezifisches, angeborenes Immunsystem und ein erworbenes, spezifisches Immunsystem. Und jeder dieser Anteile hat zelluläre Komponenten, also Immunzellen, die aktiv sind, und eine humorale Komponente. Also eine humoral heißt mehr oder weniger an Flüssigkeit gebunden, also lösliche Komponenten. Ich finde dieses Modell ist vielleicht didaktisch sinnvoll, wenn man das dann ganz gut erklären kann. Es entspricht aber nicht der Realität, finde ich, weil einerseits wird ein ganz wesentlicher Faktor der Immunabwehr darin nicht berücksichtigt. Das sind nämlich unsere äußeren Barrieren. Und diese Einteilung impliziert ein bisschen, dass das voneinander getrennte Teile sind, aber sie sind untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Also das erworbene System kann nicht ohne das angeborene System leben und umgekehrt. Aber eben was ich ganz wesentlich finde und wie schon gesagt, was vergessen wird sind und woran wir, glaube ich, als Osteopathen sehr gut arbeiten können, sind unsere äußeren Barrieren, also die Schutzbarrieren nach außen, damit überhaupt einmal ein Pathogen nicht in den Körper eindringen kann. Wenn diese Barrieren gut funktionieren, dann gehen viele Virologen oder beziehungsweise Fachleute davon aus, dass wir eigentlich einen Großteil von möglichen Infektionen abwehren können. Und zu diesen äußeren Barrieren zählt einmal vor allem die Haut. Die Haut hat auch ein ganz spezifisches Immunsystem,
mit löslichen Substanzen, die darin enthalten sind, wie zum Beispiel Defensine und Lysozyme, die antimikrobiell wirksam sind. Und sie enthält zum Beispiel auch oder die Langerhanszellen, das sind spezielle Formen von Makrophagen, also Zellen des unspezifischen Immunsystems. Und wenn die Haut gut funktioniert und hier keine Verletzungen vorliegen durch die Pathogene eindringen können, dann ist hier schon einmal eine sehr gute Barriere, eine Schutzbarriere gegeben. Und ich denke, wir können ja sehr gut an dieser, an der Haut, am Bindegewebe, am oberflächlichen arbeiten mit GOT, TGO, myofaszialen Release-Techniken, mit Narbenbehandlungen, mit anderen Formen von Faszientechniken, um hier lokal oder auch systemisch das, sozusagen die Gesundheit der Haut zu unterstützen. Je gesünder die Haut, desto besser funktioniert auch ihre Immunabwehr. Und das Zweite, was sozusagen auch, wo wir auch gut arbeiten können, sind die Schleimhäute und den dazugehörenden lymphatischen Gewebe, dem sogenannten MALT-System, das hat der Erich schon erwähnt, das mukosassoziierte lymphatische Gewebe. Und das finden wir an allen großen Barrieren nach außen hin, im Mund-Nasen-Raum, im Rachenraum, im Bereich der Lunge, im Bereich des Darmes, aber auch im Bereich des Urogenitaltraktes. Und auch da, wenn wir versuchen, diese äußeren Barrieren in ihrer Gesundheit und Vitalität zu unterstützen, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass die Durchblutung optimal ist, dass die auch die venolymphatische Drainage dieser Bereiche optimal gegeben ist, indem diese Barrierefunktion nicht durch andere Dinge beeinträchtigt wird, wie zum Beispiel übermäßiger Stress, der vielleicht unser autonomes Nervensystem triggert, dann können wir hier schon auch, glaube ich, sehr viel dazu beitragen, dass dass Pathogene mal überhaupt nicht aufgenommen werden und es zu keiner Infektion kommt. Das sind jetzt Techniken, die wir alle kennen, nur die wir mit einem anderen Fokus machen können. Zum Beispiel global am Darm zu arbeiten, um hier das lymphatische Gewebe des Darmes zu stimulieren. Oder wir können im Bereich der Halsfaszien arbeiten, um zum Beispiel hier die Mandeln und die Adenoiden in ihrer Vitalität und Gesundheit zu unterstützen. Genau, das ist einmal so. Das ist so ein Faktor, also diese äußeren Barrieren, das ist etwas, was in diesen klassischen didaktischen Einteilungen des Immunsystems einfach vergessen wird. Magst du da vielleicht noch ganz kurz umreißen, was es heißt, angeborenes und erworbenes Immunsystem? Also angeboren heißt, dass diese Komponenten des Immunsystems schon von Geburt an quasi vorhanden sind und aktiv werden können. Dazu zählen einfach zelluläre Bestandteile wie unsere Makrophagen oder Monozyten-Makrophagen, unsere dendritischen Zellen, unsere Granulozyten, unsere natürlichen Killerzellen, aber auch lösliche Substanzen wie zum Beispiel die Komponenten die akute Phase-Proteine oder die Komponenten unseres Komplementsystems. Die letzteren beiden sind natürlich insofern interessant, weil sie diese Proteine werden alle von der Leber gebildet und im Bedarfsfall dann sozusagen in die Blutbahn abgegeben. Und ja, die Leber hat ja überall ihre Finger mit drinnen und eben auch beim Immunsystem. Und auch da, wenn wir unsere Lebertechniken verwenden, unsere Pumptechniken an der Leber verwenden, also Dysfunktionen der Leber beseitigen, dann gehe ich davon aus, dass wir eben auch auf diesem Weg sozusagen diese spezifischen Komponenten, das Komplementsystem und auch die akute Phase-Proteine unterstützen können. Magst du vielleicht ganz kurz noch umreißen, was das Komplementsystem ist oder auch akute Phase-Proteine und was man sich darunter vorstellen kann? Ja, also das Komplementsystem ist einfach es sind Serumproteine, die eben von der Leber, von den Hepatozyten gebildet werden. Es gibt mehrere Wege, wie die sozusagen aktiviert werden können. Wenn sie aktiviert werden, dann wird eine Kaskade losgetreten. In dieser Kaskade bilden sich dann mehrere Spaltprodukte und diese Spaltprodukte, die können bestimmte Funktionen übernehmen. Zum Beispiel können sie jetzt ein Pathogen opsonieren, das heißt, sie besetzen die Oberfläche dieses Pathogens, eines Bakteriums zum Beispiel, und machen es dafür, wie soll ich sagen, schmackhafter oder sichtbarer für die Zellen des
unspezifischen Immunsystems. Das heißt, die Makrophagen können die dann leicht erkennen und dann vernichten. Am Ende des Komplementsystems steht dann auch immer der MAC, der Membranangriffskomplex. Das ist ein Molekül quasi, das in die Membran, in die Oberfläche eines Pathogens ein Loch stanzen kann und dadurch kommt es zu einem Untergang, zu einem Art natürlichen Zelltod dieses Pathogens. Und die akute Phase-Proteine sind auch, wie zu sagen, sind Proteine, wie der Name schon sagt, dazu gehören viele verschiedene, an die 40. Das bekannteste ist das CRP, das C-reaktive Protein, das ja als ein Entzündungsparameter gilt, weil es relativ schnell ansteigen kann im Blut bei einer Infektion. Und das hat man meistens dann schon nach einigen Stunden erhöht im Blut vorhanden. Und das CRP macht auch, es ist noch nicht ganz klar, was es genau macht, aber was es auf jeden Fall machen kann, ist auch opsonieren. Das heißt, die Oberfläche von Pathogenen zu besetzen und dadurch sichtbarer, schmackhafter zu machen für das unspezifische Immunsystem, vor allem für die Makrophagen, also die Zellen, die fressen und phagozytieren. Das wäre jetzt eigentlich ausschließlich einmal das angeborene Immunsystem. Und das erworbene Immunsystem, was ist das? Das erworbene Immunsystem ist eben schon ein System, das auch schon bei Geburt vorhanden ist, nur es lernt sozusagen durch Infektionen, die wir im Laufe unseres Lebens durchmachen. Dazu gehören vor allem unsere B- und unsere T-Lymphozyten. Die T-Lymphozyten sind jetzt sozusagen, also wie der Name schon sagt, weiße Blutkörperchen, die, wenn sie aktiviert werden durch Antigenpräsentation, gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt zum Beispiel die Helferzellen, da gibt es auch wieder verschiedene Untergruppen. Es gibt regulatorische T-Zellen und es gibt zytotoxische T-Zellen, also das sind die klassischen T-Killer-Zellen. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, im aktuellen Fall haben wir jetzt einen Virus, der uns ja alle sehr beschäftigt. Das ist ein intrazellulärer Erreger. In dem Fall würde sozusagen durch Antigenpräsentation eine TH1-Antwort stimuliert werden. Das heißt, es wird vor allem die TH1-Zellen, Helferzellen werden aktiviert und die stimulieren die Bildung von zytotoxischen T-Zellen und die sind sehr effektiv in der Bekämpfung von virusinfizierten Zellen. Okay, das heißt, TH1-Immunantwort heißt, dass die T-Zellen aktiviert worden sind und TH1... Dann aktiviert, die stimulieren wiederum die Bildung von zytotoxischen T-Zellen. Also T-Zellen, die aktiv virusinfizierte Zellen angreifen können und vernichten können, durch Lyse in der Regel. Geht es da nur um Viruserkrankungen oder gibt es da auch andere Erkrankungen, wo die TH1-Antwort zum Beispiel greift? Intrazelluläre Erreger, die können ja durch Antikörper jetzt nicht so gut erkannt werden. Da geht's, das kann auch ein, es gibt auch intrazelluläre Bakterien, es gibt auch Pilze, die zum Beispiel intrazellulär überleben können. Genau. Okay. Und wenn es eine TH1-Antwort gibt, heißt das, es gibt auch eine TH2-Antwort, nehme ich an? Eine TH2-Antwort, das ist eben jene Antwort, wo die TH2-Helferzellen aktiviert werden und diese aktivieren oder stimulieren dann vor allem die Bildung oder stimulieren die B-Lymphozyten zur Proliferation und zur Reifung. Und die B-Lymphozyten sind ja jene, wenn sie dann ihre komplette Reifung durchlaufen haben, sind dann die Antikörper bilden können. Und das ist ja die spezifischste Möglichkeit, ein Pathogen zu bekämpfen, weil die Antikörper genau für dieses eine Pathogen produziert werden. Okay, und was machen die Antikörper? Die Antikörper machen Verschiedenes. Sie können auch zum Beispiel opsonieren, das heißt wiederum Oberfläche besetzen, schmackhaft machen, Makrophagen kommen daher und fressen jetzt dieses opsonierte Pathogen auf. Sie können auch agglutinieren, das heißt Pathogene verklumpen lassen. Sie können neutralisieren, das heißt, sie können noch direkt wirklich Pathogene selbst neutralisieren, indem sie dort andocken an die Rezeptoren. Also verschiedenste Möglichkeiten. Aber eben, was der Vorteil ist, es ist antigenspezifisch, also wirklich für dieses eine Antigen. Dafür brauchen unser Immunsystem aber ein bisschen Zeit, um die überbilden zu können. Und was halt auch der Vorteil ist, das machen die T-Lymphozyten auch, aber die B-Lymphozyten eben
Ebenso ist das, dass sie letztlich dann ein immunologisches Gedächtnis hinterlassen. Das heißt, sie hinterlassen B-Gedächtniszellen für dieses eine Antigen. Und das heißt, wir sind dann in der Regel, beim Coronavirus wird ja diskutiert, wie lange so eine Immunität aufrecht bleibt, aber in der Regel sind wir dann zumindest für einen gewissen Zeitraum, bei manchen Pathogenen wahrscheinlich sogar ein Leben lang, mehr oder weniger immun. Okay, aber du hast gesagt, diese Einteilung in angeboren und erworben magst du nicht so wahnsinnig gern. Das heißt für dich, du hast das jetzt erklärt, so wie es sozusagen in den Büchern steht, das ist auch didaktischer, sinnvoller Zugang, aber nachdem man es sozusagen so gelernt hat oder auch unterrichtet hat, ist es nachher auch wieder sinnvoll, die zwei Schenkel zusammenzuführen, oder? Dass das sozusagen nicht getrennt voneinander stattfindet, sondern miteinander und dass da auch Interaktionen stattfinden. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Es gibt ja zum Beispiel die Zytokine. Das sind einfach Signalmoleküle zwischen den einzelnen Immunzellen und die stimulieren gegenseitig. Wenn jetzt ein Makrophage aktiviert ist durch ein Pathogen, dann scheidet er Zytokine aus. Das können Interleukine sein, Interferone sein, Tumornekrosefaktoren sein, koloniestimulierende Faktoren sein. Und die wirken wieder auf andere Immunzellen. Die können zum Beispiel dann wieder die Leber stimulieren, akute Phaseproteine auszuscheiden, oder sie aktivieren das Komplementsystem, oder sie stimulieren zum Beispiel die Proliferation von B-Lymphozyten. Das heißt, Zytokine sind mehr oder weniger Kommunikationssysteme innerhalb von Immunzellen. Genau. Die Zytokine, wie auch immer sie heißen, Interleukin 1 bis ich schieß mich tot, etc., die haben alle unterschiedlichste Funktionen und wirken wieder auf andere Immunzellen. Ohne die Zytokine würde unser Immunsystem nicht funktionieren, weil es nicht miteinander reden könnte, sozusagen. Und jetzt im Zuge der Pneu muss man auch dazu sagen, dass die Zytokine ja nicht nur innerhalb dieses Immunsystems wirken, sondern dass die Zytokine ja auch andere Gewebe zum Beispiel aktivieren und dass da auch eine Interaktion ist zwischen dem Immunsystem, dem Nervensystem, dem Hormonsystem und so weiter. Also dass da wirklich auch wieder eine Interaktion Zytokine stattfindet. Zytokine sind auch jenes Moleküle oder Signalmoleküle, die ja auch zum Beispiel im Falle einer Infektion unsere Krankheitssymptome verursachen. Sie können Fieber verursachen, sie können dieses Sickness Behavior stimulieren, das heißt, sie wirken wirklich zentral nervös, zum Beispiel auf Ebene des Hypothalamus und der Hypophyse. Gut. Du hast auch noch gesagt, du hast vorher von den Interleukinen zum Beispiel gesprochen, von den akute Phaseproteinen gesprochen, die werden ja auch getriggert eigentlich über Interleukine, oder? Die Produktion. Genau, Interleukin 6, genau. Okay. Das stimuliert vor allem die Leber zur Produktion der akute Phaseproteine. Und wie lange dauert so eine Immunreaktion normalerweise oder in welchen Zeiträumen spielen sich diese Dinge ab? Also wenn wir jetzt, wie im Falle von Corona zum Beispiel, in der Regel dauert das, bis der gesamte Prozess abgelaufen ist, sozusagen bis dann auch das Immunsystem wieder runterfährt. Eine Immunreaktion muss ja auch, wenn das Pathogen vernichtet ist, sinnvoll zu Ende kommen. Da gibt es verschiedene Mechanismen, wie das Immunsystem wieder runtergeschaltet wird. Zum Beispiel wieder Zytokine, das Interleukin 10 zum Beispiel ist jenes, dass das Immunsystem wieder herunterschaut. Dann, es hängt auch ein bisschen, glaube ich, vom Pathogen ab, wie lange es dauert. Aber im Schnitt dauert so eine gesamte Immunreaktion 3 bis 4 Wochen. 3 bis 4 Wochen. Und da ist es aber so, dass diese zwei Schenkel, die angeborenen und die erworbenen, dann beide stattfinden, zeitgleich sozusagen. Zeitgleich. Natürlich ist es so, dass das angeborene Immunsystem, also das unspezifische Immunsystem, schon dasjenige ist, dass gerade wenn wir eine primäre Infektion haben, also mit einem neuen, noch nicht bekannten Virus, mit dem wir noch nie zu tun hatten oder irgendein anderes Pathogen, dann ist das einmal, das aktiv wird und einfach mal draufhaut, sozusagen wild um sich schlägt, aber eben antigenunspezifisch und verschafft dadurch, manchmal ist es sogar möglich, dass dieses unspezifische Immunsystem schon eine Infektion auf dieser Ebene aufhört, aber eben dann auch wieder nicht, das heißt, wir brauchen dann auch wieder das Spezifische, aber das Unspezifische verschafft sozusagen dem spezifischen Immunsystem die Zeit, die es braucht, um zum Beispiel jetzt Antikörper zu bilden.
Okay, das war jetzt relativ viel Physiologie. In der Osteopathie ist ja so, wir brauchen beides. Wir brauchen Physiologie, wir brauchen aber auch die Anatomie, damit wir auch wissen, wo wir das Ganze behandeln. Also die Physiologie ist das Verständnis in Wirklichkeit von was rennt ab, was passiert im Hintergrund, damit ich auch Symptome verstehen kann, weil das ist ja nichts anderes als eine gestörte Physiologie. Allerdings brauchen wir auch die Anatomie, damit wir dann wirklich auch wissen, wo behandle ich, wo kann ich dann manuell sozusagen hingreifen und wo kann ich Dinge beeinflussen. Magst du vielleicht ein bisschen über die Anatomie des Immunsystems noch sprechen und dann eben auch gleich in Kombination mit Behandlungsmöglichkeiten? Also, eben, ich habe schon darüber gesprochen oder erzählt, dass es immer ganz wichtig ist, an diesen äußeren Barrieren zu arbeiten. Ja? Das darf man nicht vergessen. Die in der Literatur wird angegeben, dass wahrscheinlich, wenn die äußeren Barrieren gut funktionieren, mit den Techniken, die ich vorhin schon beschrieben habe, mit Faszientechniken, mit Techniken, die die Durchblutung der Schleimhäute möglichst dynamisieren sozusagen, dann gehen eigentlich die Leute aus davon, dass man 98% aller Pathogene abwehren kann. Mhm. Wenn wir jetzt spezifisch am Immunsystem arbeiten wollen, dann macht es natürlich Sinn, vorhin habe ich ja schon darüber gesprochen, dass die Leber eine zentrale Rolle spielt, gerade im Bereich des unspezifischen Immunsystems, dass ich einmal die Leber untersuche, schaue, ob Dysfunktionen vorhanden sind, diese Dysfunktionen beseitige, damit die Leber ihre Physiologie, ihre physiologische Funktion optimal erfüllen kann. Und dann kann ich Leberpumptechniken machen, um die Leber zum Beispiel wirklich noch zu mehr anzuregen, zu stimulieren. Mhm. Wenn wir an das Lymphsystem denken, dann müssen wir, wenn wir an das Immunsystem denken, dann denken wir natürlich unweigerlich an das Lymphsystem. Ja. Mhm. Dort haben wir jetzt auch sozusagen primäre und sekundäre Organe, die wir behandeln können. Wir haben einerseits zum Beispiel das rote Knochenmark, das ja im Rahmen der Hämatopoese, also der Blutbildung, ja alle Vorläuferzellen des Immunsystems bildet. Das heißt, wir könnten zum Beispiel auch, gerade wenn es bei Patienten zum Beispiel einen Immunmangel gibt, also ein zu wenig an bestimmten Immunzellen, dann ist die Idee dahinter, dass wir zum Beispiel durch vielleicht introsäre Techniken an den Knochen, wo eben rotes Knochenmark beim Erwachsenen zum Beispiel vorhanden ist, das wäre zum Beispiel der Schulter, also die Scapula, das Sternum, die Rippen oder die proximalen Diaphysen der langen Röhrenknochen, da haben wir noch das Knochenmark als Erwachsene, dass man damit Beispiel introsären Techniken vielleicht auch einen gewissen Einfluss hat auf das rote Knochenmark, aber man könnte zum Beispiel wiederum, also ich bin ein großer Freund von TGO, GOT, dass wir durch Stimulation, durch Durchblutung der Zirkulation auch hier auf die Durchblutung der Knochen einwirkt und so vielleicht eine vermehrte Produktion von Immunzellen stimulieren kann. Dann haben wir natürlich auch im Immunsystem den Thymus, die Thymusdrüse, die ja auch so ein Bindeglied ist zwischen dem Hormonsystem und dem Immunsystem, weil, wie der Name schon sagt, es ist nicht nur ein Immunorgan, es ist auch eine Drüse, weil sie eben Substanzen abscheidet, wie das Thymusin oder das Thymopoetin. Aber die Thymusdrüse ist natürlich ganz wesentlich für unsere T-Lymphozyten, weil die Vorläuferzellen der T-Lymphozyten, die jetzt aus dem roten Knochenmark in das Blut übergehen, die besiedeln dann den Thymus und reifen dann im Thymus zu diesen spezifischen T-Zellen heran. Das wären dann T-Helferzellen, regulatorische T-Zellen oder eben die Corona-Demenz-zytotoxischen T-Zellen. Und wenn wir am Thymus arbeiten, wenn wir am Sternum arbeiten, an den Rippen arbeiten, am Mediastinum arbeiten, am gesamten Thorax und Brustkorb, an der Durchblutung und Entsorgung des Thymus, dann gehe ich davon aus, dass wir auch so wieder die Physiologie der Thymusdrüse unterstützen können. Was ich ganz gern den Kindern zeige, die so mit Immunproblemen oder häufigen Infekten zu mir kommen, ist der King Kong. Und das schaut dann so aus, dass die Kinder einfach die Thymusdrüse stimulieren sollen. Ich nenne es King Kong, das macht ihnen dann recht Spaß. Und da gehe ich davon aus, dass wir auch hier so die Thymusdrüse anregen, reife, differenzierte T-Lymphozyten zu bilden. Mhm. Auch im Erwachsenenalter? Auch in einem Erwachsenenalter. Der Thymus
macht zwar eine Pubertätsinvolution durch, also er verkümmert sozusagen und atrophiert durch Einwirkung der Sexualhormone mit Beginn der Pubertät, aber es wird davon ausgegangen, dass also Thymuszellen, aktive Thymuszellen noch in diesem retrosternalen Fettkörper und in den Bandstrukturen hinter dem Sternum vorhanden sind und dass auch noch im Erwachsenenalter zu einem gewissen Grad diese T-Lymphozytendifferenzierung und Reifung funktioniert. Mhm. Ich mache das auch bei Erwachsenen. Dann, was muss man noch behandeln? Natürlich die Milz. Mhm. Die Milz ist wie ein großer Lymphknoten. Die Milz hat viele, viele Funktionen wie Blutreservoirbildung oder Hämatopoese vor der Geburt. Aber sie hat auch eine große immunologische Funktion, weil sie enthält weiße Blutkörperchen, sie enthält dendritische Zellen, sie enthält Makrophagen und funktioniert einfach wie ein großer Lymphknoten eigentlich. Ist auch Ort dann der Antigenpräsentation, also dort wandern dann die Makrophagen hin, die eben einen Teil dieses Pathogens auf ihre Oberfläche tragen und dann zeigen sie es den T-Lymphozyten, um sozusagen die T-Lymphozyten Stimulierung, Aktivierung anzuregen und das geschieht teilweise in der Milz. Und auch da, wir wissen, wo die Milz ist, wir wissen ungefähr die Lage, wir wissen die nachbarschaftlichen Beziehungen, wir wissen, wie sie vaskulär versorgt wird, wir wissen, wie sie nerval versorgt wird und auch hier können wir wieder schauen, gibt es Dysfunktionen der Milz, diese Dysfunktionen beseitigen. Wir können an den Rippen arbeiten, wir können am Zwerchfell arbeiten, wir können und letztlich dann auch wieder wie die Leber auch die Milz stimulieren im Bedarfsfall, also wirklich ihre Funktion anregen. Mhm. Und dann natürlich, was wir alle kennen, sind unsere generellen lymphatischen Techniken, ja? Also unsere Pumptechniken, die wir global, systemisch, aber auch sehr lokal natürlich anwenden können, um hier das Lymphsystem zu unterstützen und die Zirkulation der Lymphe bzw. der gesamten Flüssigkeiten im Körper anzuregen. Und dafür müssen wir wieder natürlich an den Übergängen arbeiten, wir müssen an den Diaphragmen arbeiten. Und dann, wenn diese Wege freigemacht worden sind, dann können wir auch die Lymphe stimulieren und dadurch auch das Immunsystem anregen. Diese Lymphpumptechniken sind ja wahrscheinlich so alt wie die Osteopathie selbst. Und haben in so früheren Pandemiezeiten sehr wahrscheinlich, zumindest sagt das die Literatur, dazu beigetragen, dass zum Beispiel Opfer der spanischen Grippe deutlich höhere Überlebenschancen hatten als Leute, die nicht behandelt wurden. Mhm. Und manche sagen sogar, dass es wahrscheinlich ohne diese Lymphtechniken die Osteopathie gar nicht mehr gäbe. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, während der Pneireihe hast du ganz viel auch von den Diaphragmen gesprochen und prinzipiell auch von diesen Zonen, wo sozusagen Flaschenhälse sind oder wo es einfach enger wird. Und du hast damals gesagt, man sollte eigentlich in Wirklichkeit vorher schauen, dass man die ganzen Wege freikriegt und nachher erst die Lymphtechniken machen oder Pumptechniken machen. Also wie gesagt, man sollte zuerst alle die Bahnen freimachen. Das heißt einmal die Übergänge behandeln. Die spezifisch auch die Diaphragmen behandeln und sozusagen alle Engstellen, wo vielleicht gibt es ein Problem mit der Clavicula und da funktioniert die Drainage vom Lymphsystem in das venöse System nicht optimal, weil ein Patient mit einem Schulterproblem da ist oder sich einmal die Clavicula gebrochen hat etc. Da muss man natürlich zuerst einmal da schauen, dass man diese Wege frei macht und dann sollte man erst mit dem Lymphsystem arbeiten. Mhm. Also die Lymphe, die Zirkulation anregen. Mhm. Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, so könnte man eigentlich dem Lymphsystem, dem Immunsystem noch ein bisschen einen Boost geben, außer eben die manuellen Techniken, dass du irgendwelche Sachen noch lifestyle-mäßig oder wenn du sagst, im Hormonsystem oder im Nervensystem oder auch in anderen Systemen, die eben mit dem Immunsystem zusammenhängen, dass du sagst, da würde ich auch noch auf jeden Fall arbeiten? Naja, es gibt natürlich viele, gerade in der Beschäftigung mit der PNEI, also der Psychoneuroendokrinoimmunologie, ist mir bewusst geworden, wie komplex diese Systeme sind und wie auch komplex die Zusammenhänge sind. Da machst du gleich auch eine Ausbildung, gell? Ja. Eine zusätzliche noch. Ja. Und
Wenn wir am Immunsystem arbeiten wollen oder an der Komplexität dieser ganzen drei, dieser Supersysteme sozusagen, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir auch auf andere Wege den Patienten unterstützen. Das heißt, allen voran ist zum Beispiel einmal Stressmanagement. Ja, wir haben natürlich viele Patienten, die aus verschiedensten Gründen Stresssituationen, chronischen Stressbelastungen ausgesetzt sind. Und wir wissen natürlich, dass dann im Rahmen, wenn diese Stressachsen aktiviert sind, dann wird zum Beispiel einmal Cortisol, also werden Stresshormone ausgeschieden, vor allem einmal das Cortisol. Und das Cortisol ist das immunsupprimierende Hormon, das es gibt. Also es gibt keine andere Substanz, die das Immunsystem so einbremsen kann wie Cortisol. Deshalb hat es ja auch diese therapeutische Wirkung bei akuten Entzündungen zum Beispiel. Mhm. Auch der Grund, warum man meistens nicht krank wird, während man in einer Stresssituation ist. Es kann ja mal durchaus Sinn machen, dass man, wenn gerade akut Stress da ist, dann macht es ja Sinn, sozusagen, dass wir jetzt in dieser Stresssituation, die vielleicht einige wenige Tage dauert, nicht krank werden. Mhm. Ne? Aber bei chronischem Stress, also wenn dann eben chronische Cortisolüberlastung da ist im Körper und das Immunsystem über Monate, Jahre runtergeschraubt wird, irgendwann werden wir dann auch krank und dann werden wir nämlich wirklich krank, also wirklich sozusagen tiefer im Körper krank. Mhm. Ne? Und das wäre jetzt einmal das eine. Also gerade hier wirklich mit den Patienten über Stressmanagement, Stressreduktion. Die Patienten sind dann natürlich angehalten, sehr viel auch selber zu machen, aber es geht nicht ohne. Ja? Also wir können noch so gute Osteopathen sein, am Immunsystem arbeiten, wenn die Patienten nicht aktiv auch was gegen ihr Stressmanagement, also gegen ihren chronischen Stress tun, wird unsere Arbeit wahrscheinlich weniger effektiv sein. Das andere, was ich noch machen würde, natürlich, ist verschiedenste Faktoren in Erfahrung bringen, die noch das Immunsystem beeinträchtigen. Man weiß, dass zum Beispiel chronischer Alkoholgenuss, Alkoholabusus oder ein zu viel an Alkohol natürlich auch ganz spezifisch das Immunsystem schädigt und schwächt. Mhm. Man weiß das auch vom Rauchen, also da gibt es einfach auch Studien dazu, wie Rauchen das Immunsystem schwächen kann. Interessanterweise bei Bewegung und Sport gehen die Studien ein bisschen auseinander. Es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel also sportliche Tätigkeit, moderate sportliche Tätigkeit bis zu einer Stunde zum Beispiel eher immunfördernd ist, aber starke oder sehr starke körperliche Belastung über eine Stunde wirkt zum Beispiel dann wieder eher immunschwächend. Mhm. Aber es gibt auch Studien, die dem wieder widersprechen. Ich denke aber, Sportler oder Menschen, die sehr sportlich sind und viel Sport betreiben, sind in der Regel auch Menschen, die generell auf ihren Lifestyle besser achten und dadurch vielleicht insgesamt ihr Immunsystem besser dasteht als bei Leuten, die wenig Bewegung machen, viel trinken, sich ungesund ernähren etc. oder wenig Bewegung oder gar keine Bewegung machen. Ich nehme an, es kommt ja auch darauf an, was für ein Sport ist es und was ist die Intention hinter dem Sport, oder? Genau, aber wie gesagt, die Studienlage dazu ist nicht eindeutig. Also ich kann nicht so hundertprozentig sagen, der Sport ist jetzt ungesund. Ich denke, man sollte die Patienten fragen, was für Sportarten sie machen, in welchem Ausmaß sie es machen, in welcher Regelmäßigkeit sie das machen und dann sehr individuell entscheiden. Ich glaube, man kann den Patienten nur beraten eigentlich oder sensibilisieren für ein bestimmtes Thema und dann halt sagen, vielleicht wäre es besser, sie machen moderaten Kraftsport zum Beispiel. Dem sagt man auch nach, dass er eher immunfördernd ist zum Beispiel. Mhm. Ja. Also da kann man sich, glaube ich, nicht so hundertprozentig auf die Literatur, zumindest die ich kenne und gelesen habe, berufen. Das beim Alkohol, beim Nikotin ist etwas ganz anders. Da gibt es wirklich eindeutige Beweise, dass das ganz spezifisch bestimmte Zellpopulationen des Immunsystems schädigt. Mhm. Schlaf ist auch sowas, was wichtig ist. Regelmäßiger Schlaf.
Und man weiß zum Beispiel, dass das Immunsystem ja eher in der Nacht aktiv ist, ja? Und auch einem gewissen zirkadianen Rhythmus folgt. Also es gibt Interleukine, Zytokinspiegel zum Beispiel, die am frühen Abend höher sind als am Morgen. Also da gibt es irgendwie so eine zirkadiane Tagesrhythmus dahinter. Und was natürlich ganz essentiell ist, wenn wir vom Immunsystem sprechen, dann sollten wir auch die Patienten nach ihren Ernährungsgewohnheiten ganz fragen. Kurz noch zum Schlaf. Gibt es auch ein zu viel an Schlaf? Eine Frage, die immer wieder auftaucht, deswegen vielleicht weißt das du. Also nicht, dass ich gelesen hätte, aber ich kenne fast keine Leute, die zu viel schlafen. Ich habe eher das Problem, dass meine Patienten alle chronisch zu wenig schlafen eigentlich. Okay, aber du wolltest noch von der Ernährung sprechen, da habe ich dich unterbrochen. Genau, die Ernährung ist natürlich auch, ich meine, wir sind ja keine Ernährungsberater, aber man kann doch auch die Patienten für Ernährungsthemen zu einem gewissen Grad stimulieren oder sensibilisieren. Also was ich ganz gerne mache, wenn Patienten kommen, die jetzt mit dem Immun oder die wegen einem Immunthema zu mir kommen, die lasse ich ja mal erzählen oder lasse ich auch aufschreiben, zum Beispiel, was sie denn so über ein paar Tage hinweg denn so essen, was ihre Essensgewohnheiten sind. Und das schaue ich mir dann an. Und vielleicht fällt auf, dass es zum Beispiel da einen bestimmten Gruppe an immunfördernden Lebensmitteln vielleicht fehlt. Und dann kann man ja die Patienten sensibilisieren und sagen, schauen Sie mal, vielleicht wäre es gut, wenn Sie mehr Flüssigkeit trinken, wenn Sie mehr vielleicht entzündungshemmende Lebensmittel zu sich nehmen, wenn Sie vielleicht glutenhaltige Lebensmittel eher karenzieren oder zumindest reduzieren oder zumindest ich habe von den Kindern gesprochen, da sagt die Studienlage zum Beispiel eindeutig, dass man bei Kindern, die zu häufigen Atemwegsinfekten neigen, Ohrenentzündungen, Mittelohrentzündungen, Bronchitis etc., dass wenn die also Milchprodukte weglassen zum Beispiel, dass es den Kindern deutlich besser geht und sie weniger häufig zu diesen Infektionen neigen. Mhm. Das empfehle ich zum Beispiel dann den Eltern, dass sie versuchen, da mal zumindest es zu reduzieren. Okay. Mhm. Was das Immunsystem auf jeden Fall braucht, sind verschiedene Vitamine, also vor allem Vitamin A, C, D und E. Wir brauchen Zink auf jeden Fall, wir brauchen Eisen, wir brauchen Selen, wir brauchen diverse Pflanzeninhaltsstoffe wie Polyphenole. Zum Beispiel, finde ich die? In Obst und Gemüse, vor allem in der Schale. Mhm. Also den Apfel halt nicht schälen, weil da sind die Polyphenole drinnen, die unterstützen, die wirken halt antiinflammatorisch, also antientzündlich. Mhm. Dann gibt es aber wieder auch Lebensmittel, die eher proinflammatorisch sind, die bei Leuten, die halt sehr mit dem Immunsystem zu tun haben, vielleicht eher karenziert werden sollten. Das wären zum Beispiel die Lektine. Lektine sind Pflanzeninhaltsstoffe, die mitogene sind. Die haben die Eigenschaft, eine spezifische Immunantwort zu stimulieren, indem man sie einfach über die Nahrung aufnimmt. Und Lektine sind zum Beispiel in Sojaprodukten enthalten. Okay. Mhm. Soja ist etwas, was vielleicht, wenn man mit dem Immunsystem zu tun hat, generell nicht so günstig ist. Mhm. Verstehe. Genau. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die man zusätzlich einnehmen könnte, wenn man jetzt mit dem Immunsystem zu tun hat, wenn man zu so entzündlichen Erkrankungen, Symptomen neigt, so Silent Inflammation-Geschichten, dann kann man zum Beispiel vermehrt auf Gewürze zurückgreifen, frische Gewürze, man kann Ingwer, wirkt antientzündlich, Kurkuma ist studienmäßig schon gut belegt, dass das zum Beispiel antientzündlich ist, man kann Kohl hat viel Vitamin C zum Beispiel, ich muss dort auf meine Schummelliste schauen, frischer Fisch oder fettiger Fisch wegen den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die wir auch brauchen für unser Immunsystem. Weihrauch, diverse Algensorten, Beeren haben Antioxidantien, zum Beispiel Himbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren. Mhm. Die reduzieren dann wieder den oxidativen Stress. Genau, also da kann man schon einiges machen, was letztlich auch ganz wichtig ist. Das Immunsystem ist ein System, das in Flüssigkeiten existiert und lebt. Mhm. Wir brauchen einen vernünftigen Flüssigkeitshaushalt. Also diese 2 bis 3 Liter reine Flüssigkeit, also
im Bestfall Wasser, Mineralwasser, das ist schon Tee, das ist schon ganz, also das essentiell. Soll man mit dem Patienten auch in Erfahrung bringen, ob da ein Problem da ist oder ein Mangel an Flüssigkeit. Ja. Gut. Genau. Ich glaube, im Großen und Ganzen hast du das Immunsystem gut erklärt. Wir haben am Anfang das angeborene Immunsystem gemacht, wir haben das erworbene Immunsystem gemacht, oder du besser gesagt, ich eigentlich nicht. Und auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie man als Osteopath an dem Ganzen arbeiten kann oder wie man auch seine Patienten ein bisschen führen kann durch das Ganze. Vielleicht gibt es noch Fragen vom Publikum oder Fragen von den Zusehern sozusagen. Ich schaue gerade auf die, ich sehe da nämlich den Chatverlauf, aber ich sehe keine Fragen, aber... Vielleicht, weil du es einfach so gut erklärt hast. Weiß ich nicht. Was ist deine Erfahrung? Jetzt frage ich einmal dich, wie ist deine Erfahrung? Wie arbeitest du mit dem Immunsystem, Diana und Diana? Eigentlich sehr viel mit Pumptechniken. Bitte? Habe ich irgendwas vergessen? Ich bin schon ein bisschen Corona-dement, nehmen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber okay. Wie du sagst, ich mache viel Pumptechniken. Ich schaue, dass ich eben Zwerchfelltechniken, Thoraxtechniken und eigentlich recht viel abdominelle und viszerale Osteopathie. Das sind so die Hauptdinge, die ich mache. Beziehungsweise halt dann über das autonome Nervensystem, dass ich da auch schaue, dass ich da eine gewisse Balance reinkriege. Das sind auch bei mir so die Hauptangriffsmöglichkeiten. Ich glaube, eine Frage gibt's. Ja, ich sehe sie gerade. Okay, zwei Fragen gibt's. Muss ich kurz nachdenken. Also Autoimmunerkrankungen, da gibt's. Kannst du vielleicht die Frage kurz wiederholen? Also die Andrea fragt, wo liegt der Fehler unter Anführungszeichen bei einer Autoimmunreaktion? Könntest du bitte kurz noch den Pathomechanismus bei einer Autoimmunerkrankung erklären? Es gibt verschiedene Autoimmunerkrankungen. Grundsätzlich der Fehler sozusagen, wenn man es so nennen kann, ist, dass das Immunsystem aufgrund verschiedenster Mechanismen das körpereigene Systeme oder körpereigene Zellen angreift. Dahinter liegt aber ein Mechanismus, man versteht es noch nicht zu 100% meines Wissens nach, zumindest nach dem Studium des Autoimmunbuches, das ich gelesen habe zu diesem Thema, wird es noch nicht ganz hundertprozentig verstanden, wieso jetzt das Immunsystem überschießt. Das kann jetzt sein, dass zum Beispiel auf Ebene des Thymus zum Beispiel hier, was ja nicht passieren sollte, ist, dass der Typ, dass aus dem Thymus T-Lymphozyten ausgeschieden werden, die körpereigene Zellen angreifen. Mhm. Aber es kann zum Beispiel vorkommen, dass diese Differenzierung nicht gut funktioniert, also diese Selektion, dass einfach diese T-Lymphozyten, die möglicherweise körpereigene Zellen angreifen würden, zum Beispiel zytotoxische T-Zellen, dass die trotzdem in den Körper gelangen, weil anatomisch-physiologisch irgendwas auf der Ebene des Thymus nicht funktioniert. Und dann habe ich diese autoreaktiven T-Zellen im Körper. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Antikörper gegen körpereigene Substanz gebildet werden. Es kann auch sein, dass zum Beispiel bei überschießenden Reaktionen zum Beispiel auch Komponenten des unspezifischen Immunsystems körpereigenes Gewebe angreifen und schädigen. Mhm. Ja? Hast du da einen anderen Input noch? Vielleicht nur noch, dass das oft Oberflächenproteine sind oder an den Zellen, die den Antigenen sehr ähnlich sind. Von den Bakterien oder Viren oder was auch immer. Und durch diese Ähnlichkeit es dann einfach passieren kann, dass das Immunsystem anstatt die Fremden die eigenen angreift. Es kann auch sein, zum Beispiel, ich habe vorhin von dieser TH1 und TH2-Antwort gesprochen, diese Balance zwischen diesen beiden Systemen, die kann zum Beispiel durch Schwermetallbelastungen, durch viel oxidativen Stress oder auch durch Cortisol zum Beispiel, kann diese Immunbalance gestört werden.
Und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt dann eher die Tendenz habe, in Richtung TH1 zu gehen, gibt es TH1-assoziierte Autoimmunerkrankungen, das wäre zum Beispiel die Multiple Sklerose. Mhm. Ja? Also da begünstigt, wenn diese Immunbalance nicht gut funktioniert, begünstigt das zum Beispiel die Entstehung von Multiple Sklerose oder Morbus Crohn zum Beispiel auch. Mhm. Ja? Also es gibt nicht nur einen Mechanismus, es gibt da mehrere Stellen, an denen etwas schiefgehen kann und dadurch letztlich eine Autoimmunerkrankung entstehen kann. Mhm. Genau. Und dann habe ich hier die Frage, wie funktioniert der Nestschutz eines neugeborenen Babys nur über das angeborene System? Bitte? Es gibt noch eine Frage, auch glaube ich zum Autoimmunsystem, soviel ich weiß, von der Christine. Ich habe mal gelesen, dass bei Autoimmunerkrankungen das Immunsystem eher nicht angeregt, also nicht stimuliert werden soll, ob ich diese Meinung teile. Jein. Ich gehe schon davon aus, dass ich, wenn ich bei Autoimmunerkrankungen, bei bestimmten Autoimmunerkrankungen, es kommt immer natürlich an, welche das ist, wenn da zum Beispiel jetzt, wie ich vorhin beschrieben habe, dieser Selektionsprozess der T-Lymphozyten auf Ebene des Thymus nicht optimal funktioniert, dann, es gibt leider keine wissenschaftlichen Belege oder Beweise dazu, das sind Annahmen, dass wir dann auf Ebene, wenn wir dann den Thymus behandeln, dass wir auch diese Selektionsprozesse begünstigen und vielleicht, hoffentlich, dadurch weniger T-Zellen ausgeschieden werden, die das eigene Immunsystem auch dann, also das eigene, den eigenen Körper sozusagen angreifen und attackieren. Das wäre eine Idee dahinter. Aber natürlich, eben deshalb jein. Also es kommt auf die Autoimmunerkrankung an. Es kommt darauf an, wie sie fortgeschritten sie ist, welche Symptomatik sie zeigt. Genau. Also bei einem akuten Schub einer multiplen Sklerose würde ich wahrscheinlich tendenziell eher nicht stimulierend arbeiten. Ich würde stützend arbeiten, indem ich an den Diaphragmen arbeite, indem ich am autonomen Nervensystem arbeite, aber da würde ich wahrscheinlich nicht stimulieren. Aber in den chronischen Verlaufsphasen im MS denke ich schon, dass man da vorsichtig stimulierend auch arbeiten könnte. Mhm. Ja, Stimulation heißt ja immer, es geht ja, das ist ja auch dein Leitspruch, es geht ja immer zu, also Stimulation oder bedeutet ja immer Regulation zurück zur Norm. Mhm. Ja. Und da denke ich schon, dass wir auch diese Selektionsprozesse unterstützen können. Mhm. Ja? Genau, also ich hoffe, die Frage von der Christina ist somit beantwortet. Da muss man wirklich genau schauen, welche Immunerkrankung ist es, welcher Prozess steht da dahinter und sich genau wirklich individuell überlegen, was ich tun kann. Dafür braucht man eben auch doch dieses relativ fundierte Wissen. Und welche Phase, wie du gesagt hast? Und welche Phase genau, welche Symptomatik sie gerade und wie die auch sonst behandelt wird, welche Medikamente zum Einsatz kommen etc. etc. Genau. Und dann eine weitere Frage ist, wie funktioniert der Nestschutz eines neugeborenen Babys? Nur über das angeborene System. Nein. Es gibt zum Beispiel ja bei den Antikörpern 5 Klassen. Das Immunglobulin G mit seinen 4 Untergruppen sozusagen, also das effizienteste sozusagen Immunglobulin oder der effizienteste Antikörper oder der am meisten kann, das sind alle 4 Formen, sind plazentagängig und können sozusagen von der Mutter an das Baby weitergegeben werden. Und postpartal? Und postpartal? Nach der Geburt ist es, es gibt ganz wenig, es gibt viele Studien, die genau das Immunsystem der älteren Menschen erforscht haben, mhm. wo man wirklich genau sieht, okay, ab dem und dem Alter verändern sich dann gewisse Populationen von Immunzellen. Da gibt es von Kindern gar oder ganz wenig Information, wie das Immunsystem der Kinder ist.
Ja, diese Frage haben wir eben Pneiteil auch aufgegriffen. Meine Meinung ist, und ich arbeite viel mit Kindern, die auch mit Immunthemen zu tun haben, man kann Kinder so ein bisschen betrachten, als hätten sie einen Immunmangel. Sie haben einfach ein Immunsystem, das noch nicht so viele Infekte durchgemacht hat. Und deshalb haben sie nicht erstens einmal nicht das Gedächtnis. Also sie haben einfach für viele Sachen noch kein Gedächtnis gebildet. Und deshalb sind sie dann auch wieder so anfällig. Mhm. Und dieses Immunsystem, das Spezifische, muss ja lernen. Es muss ja lernen, mit den Pathogenen umzugehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist bei Kindern, dass sie Infekte durchmachen, damit dieses Immunsystem lernt. Und mein Ziel als Osteopath ist es nicht, dass die Kinder, die zu mir kommen, jetzt nie wieder krank werden, sondern sie sollen Infekte durchlaufen, nur so lernt das Immunsystem. Aber was ich machen kann, ist, dass ich die Kinder da unterstütze, dass sie schneller wieder gesund werden, dass sie nicht gleich 2 Wochen krank sind, sondern sie machen einen Infekt durch, sie haben Fieber, sie haben Symptome und ihnen geht es vielleicht nach einer Woche wieder besser. Mhm. Ich habe halt oft die Kinder in der Praxis, die von einem Infekt in den nächsten rutschen, wo die Eltern einfach schon verzweifelt sind, weil das natürlich das gesamte Familiensystem belastet. Da wäre mein Ziel nicht unbedingt zu verhindern, dass sie Infekte bekommen, weil dann lernt das Immunsystem nicht. Aber ich sie zu unterstützen, dass sie gesünder aus diesem Prozess herausgehen und dass sie vielleicht nicht ganz so krasse Symptome entwickeln. Also dass sie nicht so ganz schwer, wirklich schwer krank werden teilweise. Das wäre so eine. Aber wie gesagt, da gibt es aus verständlichen Gründen ganz wenig Information und Forschung, wie wirklich das Immunsystem der Kinder ausschaut. Also zumindest die, die ich kenne. Ja. Ich weiß nicht, ob du da Studien kennst oder was anderes kennst dazu. Nein, nicht mehr. Okay. Genau. Dann fragt Julia noch, wie würdest du Kinder mit Typ 1 Diabetes betreuen? Habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit. Deshalb tue ich mir es gerade schwer, die Frage zu beantworten. Typ 1 Diabetes ist natürlich eine Autoimmunerkrankung. Ich würde wahrscheinlich genauso vorgehen. Ich würde einmal die Kinder untersuchen. Ich würde alle Dysfunktionen, somatische Dysfunktionen, die die Kinder aufweisen, behandeln, weil ein Immunsystem braucht, ist ein System, das relativ viel Energie braucht. Ja? Also das braucht vor allem das Immunsystem am meisten braucht, ist Glucose, das hat es am liebsten. Aber es braucht generell, und jede Dysfunktion des Körpers raubt ja dem Körper Energie sozusagen. Ja? Und wenn ich diese behandle, dann hat vielleicht das Immunsystem mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, mehr Energie zur Verfügung, auch ordentlich zu funktionieren, auch wenn jetzt das Typ 1 Diabetes natürlich ein Immunsystem ist, das schief läuft, dann würde ich genauso schauen, wie schaut es aus bei dem Kind mit der Leber, funktioniert die Leber gut, bei der Leber muss man bei Diabetikern natürlich sehr vorsichtig sein, da würde ich nicht stimulieren, um hier nicht den Glukosestoffwechsel in irgendeiner Form noch mehr durcheinander zu bringen. Ich würde genauso schauen, wie schaut es aus mit der Milz. Bei den Kindern würde ich auf jeden Fall schauen, gibt es Probleme jetzt im Bereich des Brustkorbes, der vielleicht den Thymus in irgendeiner Form beeinflusst, und dementsprechend auch so das Kind unterstützen. Jetzt abgesehen von allen den Dingen, die es sowieso mitmacht und medikamentös behandelt wird, etc. etc. Das wäre so mein Zugang, also auch wieder ein sehr individueller Zugang. Genau. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Okay, gut. Fällt mir noch was ein? Ich meine, ich habe jetzt wirklich wenig Erfahrung mit Diabetikern, auch Erwachsene eher selten. Hast du da mehr Erfahrung, Diana? Nein, kann ich bei mir auch nicht. Also ich habe nicht so viele, vor allem keine Typ 1 Diabetiker. Das ist ja eine komplett andere Geschichte, Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker. Ja. Das ist was komplett anderes. Und Typ 1 Diabetiker habe ich eigentlich, glaube ich, keinen sogar in dem her. Ich habe ab und zu welche, aber die kommen häufig wegen anderen Symptomen, wo ich dann eher an dem arbeite und nicht dazu gefordert bin, wirklich am Immunsystem. Aber so wie ich es vorhin erklärt habe, so ungefähr würde ich wahrscheinlich
vorgehen, also sehr individuell eben auf Basis der Anatomie und Physiologie mir anschauen, was ist, wo kann ich das Immunsystem der Kinder mit Typ 1 Diabetes einfach sinnvoll unterstützen. Ja, wie du sagst, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wirklich die Physiologie dahinter zu verstehen. Also, soweit wir es halt verstehen. Mhm. Und im Endeffekt halt, wie der Little John gesagt hat, think physiologically, treat anatomically. Ja. Genau. Ja? Gibt es noch Fragen? Ich sehe da jetzt keine. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon zur Zufriedenheit beantwortet worden sind, die Fragen. Ich hoffe es. Ja. Gut. Ja. Die Andrea, die, das Thema Autoimmunerkrankung aufgebracht hat, kann ich das Autoimmunbuch sehr empfehlen. Das ist ein Buch von einer Biologin, die sich sehr mit Autoimmunerkrankungen auch aus eigener Erfahrung, also die hat selber eine Autoimmunerkrankung, aus dem heraus hat sie sich sehr intensiv damit beschäftigt und das Buch ist wirklich sehr, sehr gut und hilft dabei, dass Autoimmunerkrankungen etwas besser zu verstehen, auch wenn man in vielen Bereichen den Mechanismus noch nicht ganz genau versteht. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt von den Zuhörern, okay, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Michi, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich habe so wahnsinnig wenig Zeit momentan. Gerne. Ja, wie wir alle. trotzdem vielen lieben Dank fürs Kommen heute ins Café Steelpoint. Danke auch für die Moderation, Diana. Bitte gern. Hast du gut gemacht. Okay, gut. Jetzt noch an euch. Ich würde gerne noch erzählen, was in den nächsten Tagen noch passiert. Da gibt es auf der einen Seite morgen unsere Gudrun, die wir alle schätzen und lieben und kennen, schon von der WSO seit 30 Jahren. Sie dolmetscht schon seit 3 Jahrzehnten eben in der WSO und nicht nur für uns und übersetzt auch einige, hat schon einige wirkliche Kassenschlagerbücher sozusagen übersetzt aus anderen Sprachen, dass man noch einfällt. Die ist morgen da und wird ein bisschen was aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern. Und tags drauf kommt dann der Sebastian Fitzinger und wird ein bisschen was über Segmental Looping erzählen. Am Freitag ist dann wieder Open Microphone, das heißt kein Open Microphone. Das ist der Freitag. Okay, gut. Dann, ja, wie gesagt, bitte wieder reinschauen, uns teilen, liken, twittern, facebooken, youtuben, was auch immer, weitererzählen, dass es euch gefallen hat und dass auch andere bei uns reinschauen und mal ins Café Steelpoint kommen auf einen Kaffee. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend.